Phoenix nix. Ja, die Musik im Hintergrund passt auch einfach total. Das muss der Ratspalast sein. Unglaublich, dass er noch steht. Ja, unglaublich. Gerade so. Ey, auf das, was gerade kommt, was ihr seht. Habt ihr Bock drauf? Eine Aufmerksamkeitsspanne von dem Joghurt. Nein, komm schon. Ich frage gerade, seid ihr heiß drauf, was gerade hier passiert? Wie findet ihr es? Auf, was? Hä? Immer. Du bist ein goldiger Schatz, Juna. Manchmal schon echt ein knuffiges. Manchmal eine knuffige. Wir sind schon nah. Ja, der Phönix, der lässt sich nicht so leicht unterkriegen. War gerade abwesend. Du bist immer ab. Ihr seid immer abwesend, wenn es geil wird. Ich meine, komm schon. Unser Bruder, der Phönix, greift gerade hier rein. Ist das Ultima? Für jemanden anscheinend schon nah genug. Das hält uns aber nicht ab. Sicher nicht. Aber jetzt. Au!
Alter, ich habe all meine Heilung hier bei dem Wichser verbraucht. Oh, Necrophobos bezwungen. Dieser Halodri. Und viel zu wenig EP-Punkte, tatsächlich. Warum kriegt man dafür so wenig Talentpunkte? Ich meine, die Kämpfe machen Spaß, riesig. Diese Wesen, sie werden stärker. Darüber denken wir später nach. Jetzt sollten wir uns auf eine Sache konzentrieren. Dem Phönix helfen. Genau. Wenn ich springe, kommst du nicht mal einen Furz hoch, aber hier vielleicht easy. Wir durchs Innere weiter. Versuchen wir's. Ist halt doof, dass man sich nicht selbst irgendwas brauen kann oder so. Ich habe nämlich echt nichts mehr. Psst. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Ist da jemand? Bist es? Was ist dir passiert? Er hat versucht, ihn mir zu nehmen. Oh, mein Junge. Mein lieber Junge. Ist dies etwa das Kind von dir und dem Kaiser? Wieso, Mutter? Wieso hast du uns verraten? Wage es nicht! Antwortet ihm. Was fällt dir ein, Wildling? Ein wenig Respekt, wir haben dich aufgezogen. Der ehrwürdige Elwin dachte stets an sein kostbares Reich. Doch welchen Wert hat das noch in einer Welt geplagt von Fäule? Es ging Vater nicht darum, sein Reich zu schützen. Er wollte die Menschen schützen. Es ist nicht die Aufgabe eines Herrschers zu beschützen. Er Doch. Muss die Quelle seiner Herrschaft sichern. Das blaue Blut, das in seinen Adern fließt. Solange das rein ist, spielt es doch keine Rolle, ob ein Reich untergeht. Man gründet einfach ein neues. Im Gegensatz zu ihm habe ich meine Pflicht erfüllt. Ich habe mein Erbe bewahrt. Ich habe einen Sohn von so edlem Blut, dass die Welt ihn vergöttern wird. Deshalb verkaufte ich Rosaria an Sanbrek. Die Vereinigung meiner Linie mit den Lesage hat diesem geplagten Land einen Retter geschenkt. Mit dem Segen von Bahamut und dem Phönix. Ein ganzes Land verkauft für so etwas. Wozu noch ein Sohn? Du hattest Joshua. Ich hatte nichts. Du warst ganz klar deines Vaters Sohn. So stark und kühn und verwegen. Und doch bist du nie erwacht. Hätte Joshua auch nur ein Zehntel deiner Kraft gehabt. Wie alle spotteten, dass Elwins Erstgeborene der Sohn einer Konkubine sei und meiner dem Tode geweiht. Diese Schmach ertragen zu müssen, wie Untergebene über mich lachen. Ein Gefühl, das du nie verstehen wirst. Warum warst du es nicht? Warum hat der Phönix nicht dich auserwählt? Joshua hat sein gesamtes Leben die Last geschultert, die du, der Phönix und das Herzogtum ihm aufgezwungen haben. Deshalb wurde ich sein Schild, um ihm dabei zu helfen. Und was hast du getan? Deine Familie hintergangen. Und deinen eigenen Sohn hast du geopfert! Joshua, mein lieber Junge. Ich wollte ihm nie wehtun. Sie hatten klare Befehle, ihn zu verschonen. Warum hast du überlebt, während mein geliebter Sohn gestorben ist? Was? Hast du nicht aus dem Fenster gesehen? Joshua ist hier! Der Phönix lebt noch! Er kämpft da draußen gegen Bahamut! Mach die Alte doch... Obwohl, ich finde den Plot jetzt gar nicht schlecht. Sag ich ganz ehrlich. Dass sie ein bisschen was checkt.
Oh nein, Justin, er hat sein Bestes gegeben. Ich bin ein Schild von Rosaria. Und ich werde meine Pflicht tun. Clive? Ich glaube, die sieht jetzt, dass er erwacht. Ja, wenn die jetzt zu einem überdimensionalen Feuerwesen werden. Justin, guck zu! Du verpasst das Beste. Ja gut, Barmut ist nicht so einfach. Au. Ist, glaube ich, auch einer der stärksten. Danke dir. Hoffentlich killen wir den nicht gleich direkt. Alter, Barmu, du Wichser! Alter, der sieht. Jawohl! Ja. Yeah. Stichflamme erlernt. Oder du wirst es bereuen. Er hat's wohnt. Wenn ein Gegner der Lichtra lange genug ausgesetzt ist, kommt er ins Schwanken. Okay.
Alter, der Phönix und Ifrit. Die hauen rein. Was hältst du eigentlich von Bahamut? Die Idee muss mir erstmal kommen, einen Phönix und einen Drachen gegeneinander kämpfen zu lassen. Kämpfe erneut als Phönix. Bewegen, Feuer, Feuerball halten, ausweichen, okay. LOL! Side-Scroller-Shooter. Ja, Bahamut, sorry, mein Lieber, aber... Die Dusche wartet. Wird das warme Wasser kalt? Er kann dir nichts dafür, dass die Kämpfe so lang sind. Eh kalt.
Die gehen mir auf den Sack. Alter, das ist nicht einfach zu steuern. Bahamut, du gehst mir tierisch auf den Sack, weißt du das? Alter, der Phönix macht ordentlich Auerbohauer. Barmut glaube ich eher nicht. Au. Nicht schon wieder. Nicht mit mir. Clive, du bist zurück. Augenmut war schon immer sehr mächtig. Alter. Alter, ah, what the fuck guck ich hier gerade? Ich habe eben noch so aus Jux geschwärmt, dass die beiden sich irgendwie verbünden. Gegen Bahamut hätte ich es jetzt nicht gedacht, aber dass da ein Kampf kommt, also typisch Final Fantasy mäßig. Thank you.
glaube, das ist die zweite Form von Bahamut. Also so eine richtige zweite Form. Der Titan ist halt groß. Ich glaube, der Titanfritze, der Kampf war zu kurz dafür. Alter Schwede! Tja, hätte ihr Mutti mal auf ihre Jungs vertraut, weil das... Yo. So dringend pissen. Jetzt so eine Siegerpose. Okay, die reicht. Nur 100? Das ist schwach. Ein Tausender wäre cool gewesen. Nicht schön. Trinkt er den Äther? Wir müssen ihn aufhalten. Ich glaube, das wird nichts. Joshua, bist du in Ordnung? Verdammt, so geht das nicht weiter. Komm schon, Ifrit. Zeig uns deine wahre Macht. Oh mein Gott. Ich liebe ja Final Fantasy, weil es ist einfach... Ich habe es aus Spaß gesagt! Naja, sind Brüder, also.
Mega-Flair. Oh mein Gott. Bist du bereit? Wenn wir Bahamut gezähmt haben, kriegt den Yuna als Hausdrachen. Kann sie dann immer zur Schule fliegen mit. Oder zur Feier. Kämpfe als Ifrit Askensus. Ifrit Askensus stehen verbesserte Versionen der meisten Fähigkeiten von Ifrit zur Verfügung. Zusätzlich zu Wildfeuer kann Ifrit auch Zugriff auf Licht. Hat Ifrit auf Zugriff auf Licht. Zusätzlich zu Wildfeuer hat Ifrit Askensus auch Zugriff auf Lichtgeschwindigkeit. Eine Fähigkeit, die wie Phönixflug eine schnelle Annäherung ist. Lichtgeschwindigkeit wird mit X ausgeführt. Wie sollen wir gegen diese Macht ankommen? Durch Vertrauen in unsere. Also Dragon Balls haben schon... Also Dragon Ball hat schon schlucken müssen als Biocup. Fickt euch. Ich zeig euch, wie es richtig geht. Jetzt kommt gleich und Joshua wollen auch Dragon Ball Salz hier wohl streuen. Also die meisten Final Fantasies übertreiben halt immer ganz gerne. Dreierfusion mit der Esper von der Frau noch, dann Game Over. Aber mit der Eis-Esper. Ich glaube, das könnte elementarisch ein bisschen Probleme geben. Nee, ich würde sagen, die Esper von der Jill verschmilzt mit der Elektro-Esper von dem Hund, der kann sich ja auch verwandeln. Und dann werden die zu einem riesen brutalen Reittier oder sowas. Irgendwie so etwas.
richtig krass, dass Bahamut so extrem stark ist. Alleine. Mein Gott. Ich will ihn halt eigentlich nicht töten, er soll nur zu sich kommen. Ich glaube, unsere Mutter hat echt... Setup-Flair. Das machen wir. Und zwar jetzt. Jetzt ist's los. Alter, haben wir gerade 4,1 Millionen Damage gemacht. Das ist einfach so lächerlich hoch. Einfach mal zero fucks give. Oh mein Gott. Muss ich die YouTube-Aufnahme kurz beenden und dann mal ganz kurz auf Toilette. So, Justin ist wahrscheinlich duschen. Ich hoffe. Bist du denn zufrieden? Bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass der Kampf dich nicht zufriedengestellt hat. Die letzte halbe Stunde war bestimmt echt. Der Kampf war Hammer. Also auch vorher, der Drachenkampf war schon geil und dann meine Blödelei. Und dann haben sie es einfach durchgezogen. Au, der hat eine riesige Wunde am Kopf. Joshua, es tut mir so, so leid. Du lebst. Und was zählt, ist nur das, Bruder. Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dich wiederzusehen. Wieder vereint. Jill. Könnt ihr jetzt die Mutter kalt machen? Getan. Der Dämon, der uns auseinandergerissen hat, ist tot. Vater. Nein, schade. Der Dion war echt sympathisch. Ich hätte gewünscht, dass der noch... Der hätte sich uns angeschlossen. Der Mutterkristall. Er zerfällt. Ja. Nichts wie weg hier. Nein, warte. Ich bin so froh, dieses Spiel gekauft zu haben. Ich verstehe nicht, warum ich immer... Ich bin ihm schuldig. Warum ich mich immer daran ziehe, das zu starten. Und dann sagt das Spiel mir jedes Mal, es war eine richtige Entscheidung. Du hattest Zweifel, hast es trotzdem gemacht. Kriegen wir jetzt Bahamuts Kräfte? Oh, das wäre cool. Kann Ihnen niemand Einhalt gebieten.
fürchte nicht, Durchlaucht. Die Dragoons unterstehen seiner prinzlichen Hoheit. Der Rat hat keine Macht einzuschreiten. Was ist in dich gefahren, Dion? Priorität hat das sofortige Löschen der Feuer um das Palais. Der Rest kann warten. Steh nicht rum! Los! Ja, mein Herr. Meine Güte! Dion! Hast du etwa deinen Verstand verloren? Ruf sofort die Dragoons zurück! Keine Sorge, der Bevölkerung werden sie kein Leid zufügen. Ah, hier sieht man das noch. Ich komme euch zu retten, Vater. Du willst was? Üble Schatten lauern im Herzen Sanbrex. Sie stammen von eurer Frau, der Verräterin Annabella. Kein Wort mehr, Dion. Vater, ihr wollt es nicht sehen, doch sie hat euren Geist verdunkelt, euch euer Selbst vergessen lassen. Bitte erinnert euch, ihr wart ein gütiger und gerechter Herrscher und kein Tyrann. Warum wendet ihr euch jetzt von eurem Volk ab? Warum wollt ihr jetzt die Feuer des Krieges schüren? Auch ihr habt diesen Wandel miterlebt, eure Eminenzen. Und ihr wisst so gut wie ich, wer dafür verantwortlich ist. Ihre Marionette sitzt nun auf dem Thron, doch ohne ihre Fäden verliert auch sie ihre Macht! Was? Dion, vor mir willst du deine Waffe erheben? Wachen! Ergreift ihn! Wenn du zu sehr gegen das eigene Volk bist, dann denken die sich... Wer stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Dies waren eure Worte. Doch wenn jeder eurer Untertanen tot ist und von ihren Häusern nichts mehr bleibt außer Asche, was wird dann aus eurem Reich, seinen Herrschern, eurer Göttin? Die Mutterkristalle verblassen mehr und mehr. Die Fäule verschlingt alles, was uns lieb und teuer ist. Und unser Volk vertraut seinem Kaiser, es zu schützen. Doch er strebt nicht nach einer sicheren Zukunft, sondern plant, die restlichen Reiche zu erobern. Sogar wenn es alles kostet, was seine Bürger mit Mühe und Not aufgebaut haben. Dion, verstehst du denn nicht? Es ist doch ein geringer Preis, oder nicht? Du hast deine Macht nicht umsonst bekommen, Dion. Dafür ist sie doch da. Also geh und hol mir Valis her, Bruder. Dieser kleine, verwegene Sohn einer Hure. Wachen! Wachen! Das war der Alten noch scheißegal. Vater, er hat seine Kinder wirklich geliebt. So ein Bastard! Dass er für mich sterben würde, war klar. Die Frage war nur wann. Du, was hast du? Du hast wirklich lang an dich gehalten, doch bist letztendlich zerbrochen. Und nun nähert Mythos sich uns. Wollen wir doch mal sehen, wie viel er ertragen kann. Los, Bahamut.
Vater, Mörder. Holy shit. So hat er also... Schon wieder. Bruder? Erklär später. Du kannst hier nicht bleiben, Mutter. Komm. Nimm meine Hand. Ernsthaft? Nach allem, was sie getan hat? Sorry, aber... Guck mal, die guckt schon so böse. Mach doch, du bist endlich mal das Richtige. Kein Mitleid. Sorry, aber nein. Yes. Es war leicht satisfying. Bei aller Liebe. Mutter. Bewusstsein ist, dass eure Willen verwoben hat. Bewusstsein, die Grenzen des Ichs zwischen euren Willen weiter verwischt. Dann werden wir euch erneut entzweien. Ich glaube, das ist der Grund, warum... Ist die Bindung durchtrennt, wird alles, auch die Menschheit, zur alten Ordnung zurückfinden. Der ist nicht tot. Ich habe das Gefühl, dass der Auto, dass der den... Primogenesis eine neue Zeit der Vernunft einläutet. Ganz übertreiben. Entspannt euch, Majestät. Einige Zeit später. Was zum... Was zum... Wer ist das schon wieder? Wollen wir spielen? Es ist so lange What the her. Fuck? Wenn ihr es wünscht. Ha. So armselig wie alle anderen. Die schon wieder. Haben die schon platt gemacht? Solch erbärmliche Wesen. Ihr besitzt die Macht der Esper. Und doch führen euch eure belanglosen Affekte in den Ruin. Wer ist das? Und so bindet ihr euren schwachen Willen an die Fäden eures Bewusstseins. Dieses Spiel sagt einfach, fick dich. Ein kläglicher Versuch. Selbstbewahrung. Das Schicksal hat die Söhne des Feuers wieder vereint und ein Augenblick hat ihre Flamme hell gebrannt. Bald
Mythos wird dein perfekter Leib uns empfangen. Und die Welt wird neu erschaffen werden. Wer ist das? Das sieht so ähnlich aus wie Clive. Es müssen die Fäden durchtrennt werden. Der Treue, des Respekts, der Liebe. Erst wenn jeder dieser Fäden vom Bewusstsein getrennt wurde, wird Mythos zu uns zurückkehren. Durch Primogenesis wird alles verlöschen. Die Menschheit wird ihre Fehler verlieren. Und Mythos seinen Willen. Doch während er ihn in sich trägt, kann er die Fäden neu verknüpfen lassen. So bitten wir dich. Finde Mythos und zerschneide sie alle. Wie soll ich zerstören, was nicht greifbar ist? Das ist unmöglich. Ich glaube nicht, Justin. Cliffhanger und dann geht fein weiter mit FF17. Odin. Wir werden eins mit Mythos. Die Welt wird erneuert werden. Das ist so ein bisschen das Interessante an Final Fantasy. Die heißen zwar... Alter, what the fuck? T-Blank. Bei aller Liebe, egal was für ein Formwand das ist, es könnte ich nicht. Mutter. Das ist noch viel gruseliger. Das, nein. Einfach widerlich. Einfach nein. Also, was ich sagen wollte, ich wollte die Szene nicht Dingsbums kaputt machen. Was ich sagen wollte, ist, das ist nicht der Fall, Justin, weil die Final Fantasies tragen zwar alle den Namen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc., aber die haben storytechnisch nichts miteinander zu tun. Ich glaube, es gibt nur zwei Stück, die sich vor der Story so ein bisschen ähneln oder so ein bisschen aufeinander bauen. Ich weiß aber nicht genau welches. Aber jedes Final Fantasy hat theoretisch seine eigene Geschichte. Also Final Fantasy 15 zum Beispiel ist eine ganz andere Story, hat damit gar nichts zu tun. Geht es ihm besser? Genauso wie 14 und so weiter und so fort. Er schläft. Deswegen gibt es auch so viele Versionen von Final Fantasy 7, die zum Beispiel